Hallo liebe Radenfreaks! Ja, ganz spontanes Video, weil Kumpel Christian von Grasshopper heute mal wieder zu Besuch ist nach, ich glaube, anderthalb Jahren. Wir haben ja vor über 2 Jahren, hier im Dezember 21, Dezember 21 haben wir hier die erste Bodenprobe gezogen. Und jetzt nach 2 Jahren, wie ja angekündigt, ist er wieder da. Und wir ziehen das zweite Mal eine Bodenprobe. Und ich bin sehr gespannt, wie sich nach 2 Jahren hier der Rasen entwickelt hat. Wie ihr seht, wir haben schon kräftig hier im Dreck gewühlt. Das seht ihr jetzt alles im Video. Wir haben so ein paar Proben gezogen. Also Martina hat mal so ein bisschen nebenbei gefilmt. Also jetzt nicht so ganz professionell. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und findet das vielleicht auch ein bisschen interessant, wie so hier meine verschiedenen Flächen sich entwickelt haben. Gut sieht es gerade nicht aus, aber es ist halt Winter. Januar, Ende Januar. Okay, viel Spaß mit dem Video. Ist ja das, wo ich mal gesagt habe, dieses bindige. Ja. Wenn man die Bodenproben jetzt ziehen, vielleicht. Ich muss mal gucken. Ich meine, ich weiß es ungefähr noch, wie es vor 2 Jahren war. Ja, gute Wurzeln, ne? Das ist jetzt nicht schlecht. Also. Oben ist er schön. Da hast du gut Sand reingebracht. Ja. Riecht auch gut. Immer mal einmal reinziehen. Nee, also da aber unten hast du eben auch noch das Problem. Ne? Aber also, das ist nicht so schlimm. Guck mal, die kommen auch hier teilweise unten durch noch. Also ich denke, hier oben... Aber hier ist er schön krümelig. Ne? Guck mal. Also, hier ist auch schön sandig jetzt schon. Ja. Also ist immer noch relativ... Ist noch nicht gut hier. Also jetzt gehen wir ja nochmal nach vorne. Aber ich denke mal, es ist schon wesentlich besser, als es mal war. Ja. Wo war das? Normaler Mutterboden. Hier. Hier haben wir gemessen, also hier, das ist ja auch aufgefüllt, einen halben Meter bestimmt. Und hier haben wir normalen Mutterboden gekauft. Und hier habe ich über 100 Liter pro Stunde. Was durchgeht. Eine wahnsinnige Wasserdurchlässigkeit. Es sieht überhaupt nicht anders aus. Hast du es da auch gemessen mit den Ringen? Dreimal, an 3 Stellen. Nee, schon mal das an. Was? Die Wurzeln sind Wahnsinn. Das ist halt die Fissur, ne? Die da runter geht. Wir wollen ja noch am Filz gucken. Naja, der ist aber, guck mal, der ist krümeliger. Der ist viel krümeliger, viel sandiger. Auch feiner. Hat auch Feinanteile drin, ja. Vom Ding her, vom... Grund her. Ja, es ist schon viel da, also. Merkst du? Hörst du? Ja. Es knistert. Na, aber es ist ja normal. Ich meine, die Festhucker macht einfach halt. Die schaut auf, ne? Und deshalb ist es auch kein Schaden, dass man der mal früher schon mal die Sporen gibt. Ja. Aber der ist schön krümelig, also. Das verträgt es auch, ja? Nicht. Nee, das ist anders vom. Ne, der ist deutlich krümeliger. Aber hat auch Feinanteile drin, ne? Selbstverständlich. Also. Ja, schöne Wurzeln, ey. Brutale Wurzeln, ey. Hammer. Ah, wenn du da so guckst, also auf die Schnelle würdest du das kaum erkennen, dass da so krasse Unterschiede mit dieser Wasserdurchlässigkeit sind. Also wie gesagt, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest da vorne, hätte ich da nie irgendwie einen Anschein gehabt, dass es da nicht... Ich habe dreimal gemessen. Ich hab jetzt zweimal am Anfang gemessen, dann den vor ein paar Tagen dann nochmal gemessen. Aber ich auch immer Staunässe-Probleme hatte. Oh, guck mal, da habe ich richtig viel gearbeitet. Das ist halt jetzt schon, ne? Das ist jetzt komplett so mehr. Ja. Ne? Schaut schon sehr homogen aus, oben. Also man sieht auf jeden Fall deutlich, dass der da...
Oben ist gut, aber ja, unten, ja, unten, ja, unten verdichtet es wieder. Ja, ja, aber wie willst du da runterkommen? Das ist halt der Punkt. Wie willst du denn da hinkommen? Da brauchst du eine große Vertigenz drin. Da brauchst du eine große Vertigenz. 20 cm rein und dann mit Sand. Genau. Das ist halt hier nicht... Da kann man alles machen. Ja. Aber der müsste noch mehr Filz haben. Also geht eigentlich, lässt sich schön aufbrechen. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Da hatten wir andere Stellen. Ich glaube, das war da hinten um diese Insel rum. Weißt du das noch? Also ich finde es jetzt nicht dramatisch, gar nicht. Schauen wir selber. Ja. Also ich fand das jetzt da oben schlimmer. Da fandest du es ein bisschen schlimmer. Das ist auf Festuca dominanter, oder? Ja, viel, ja? viel Festuca dominanter. Aber das ist Wahnsinn, was du da Sand eingebracht hast, ey. Brutal, ey. Ja, aber es muss halt tiefer. Also das ist halt, ja, der aber Punkt. Das ist halt das, du musst da tiefer stecken. Ja, und ja, richtig ein Verti-Drain und dann riecht aber, boah. Ja, aber wenn du 20 cm hier reinhaust, dann haust du die ganzen Leitungen kaputt. Ja, dann haust du die ganzen. Nach unten kommst du nicht mit deiner Technik. Ja, was machst du da? Jetzt können wir noch mal auf der anderen Seite gucken. Hier ist ja eigentlich das Bild so schlecht. Die Frage ist jetzt, warum es hier so viel schöner aussieht. Warum es hier so viel grüner ist. Ist auch etwas weicher. Weiter, deutlich weicher. Deutlich weicher. Oh, das schaut ganz anders aus. Da ist weniger Sand drin. Da ist weniger Sand drin, ja, ja. Weil das Grün ist ja das Gebiet. Ja, genau, das war das Grün. Ich meine, da hast du auch weniger Wasserhaltung. Dann hast du noch den Baum, der zieht. Und ich meine, der Baum zieht ja nicht nur im Sommer, der zieht das ganze Jahr, ne? Natürlich. Was ist das? Speckig halt. Speckig, ja. Oh. Findest du jetzt auch da, wo du jetzt intensiv Sand drin hast, dass weniger Regenwürmer drauf sind? Nee, nix. Nicht wirklich. Nee, glaube ich nicht. Also eigentlich überhaupt nicht. Also das ist schon. Wie viel Sand ist jetzt hier drauf gekommen? Was haben wir ja? 2 bis 3 Liter pro Quadratmeter. Also über das ganze Jahr dann? Über das ganze Jahr. Also nur einmal. Ich habe nur einmal aerifiziert. Ne? Ja, das ist ja der Punkt. Man macht das eben auch viel zu selten. Viel zu selten. Ich habe die lange A dabei. Also Christian hat hier einen krummen Hugo mit. Ja, da versucht bei Frost in den Boden reinzustemmen. Mir ist es auch gelungen. Es ist ihm gelungen, aber jetzt ist er krumm. Ja, warum ziehen wir eine Bodenprobe? Weil wir natürlich jetzt nach 2 Jahren wieder eine Analyse machen wollen. Die gleiche Analyse, wie wir vor 2 Jahren gemacht haben. Und jetzt einfach mal die Veränderungen schauen wollen. Das muss man nicht jedes Jahr machen. Gerade diese teuren Analysen reicht locker alle 2 Jahre. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich durch eben das jetzt auch sehr stark veränderte Düngerkonzept sich hier jetzt tatsächlich die Nährstoffverteilung verändert hat. Ne? Ist der Phosphor runtergegangen? Wie sieht es mit dem Kalium aus? Wie sieht es mit der Kationenaustauschkapazität aus? Christian, und so weiter. Die Textur, ob sich irgendwas an der Textur am Boden verändert hat, glaube ich jetzt eher nicht. Wenn ich so meine Finger sehe. Oder deine. Oder meine. Gut, er zieht jetzt hier ein paar. Wir schauen jetzt mal. Mach mal, viel Spaß. Dann kann man auch schon ein bisschen was. Kurze Erklärung, was heißt jetzt Textur? Wieder diese Fachbegriffe. Es heißt einfach, wie ist jetzt die Verteilung von Sand natürlich und dann Ton und Schluff. Also ne, habe ich jetzt einen hohen Ton- und Schluffanteil, wie groß ist der Sandanteil, wie groß ist die Organik, der Anteil an Organik hier im Boden. Das nennt der Fachmann Textur. Gut. Oh, ich weiß nicht, ich bin das. Was? Was für? Ich habe schlimmer in Erinnerung. Klebriger, ne? Ja, es war total klebrig. Hast du das Baum aus der Sonne rausgebracht und jetzt? Aber so viel
Christian, so viel habe ich jetzt aber auch nicht eingearbeitet an Sand. Also ich sage ja immer, ich müsste viel, viel öfters aerifizieren. Viel öfters. Den brauchen wir auf jeden Fall in der Summe ein Kilo. In der Summe brauchst du ein Kilo. Aber jetzt packe ich den Streifen vor, ne? Ja, aber ich würde auch hinten einmal längs gehen. Ne? Das ist ja der alte. Der hier ist es einfach nur ätzend. Weil ich schiebe mal den Meer wieder rein. Christian wollte unbedingt mal den Falkenstein testen. Ja, hat der Rasenfreak alles da? Dann macht er hier Löcher in meinen Rasen. Ja, ja. Aber ich muss echt sagen, also wenn ich überlege, vor 2 Jahren, wo ich da war. 20 Jahre her. Also ich mag es richtig jetzt gar nicht. Also der Boden ist so klebrig, dass er das kaum abgezogen kriegt von der Sonde. Aber war richtig schmierig. Da hab ich, ja, ich weiß, du hast ihn kaum, kaum rausgekriegt. Also weder da unten noch hier oben so. Also es geht wirklich locker. Lockig, ne? Wie auf dem Golfgrün. Wie auf dem Golfgrün, sagt er. So will ich immer nicht so viel loben. Welchen Streifen hast du jetzt? Ja, hier, du siehst doch die Rundung hier. Das. Ich darf jetzt hier dran vorbei spielen, ja? Ja, aber bis da vorne, dann ist vorbei. Das ist alles neu. Genau, bis da. Dann hier noch, ne? Und dann kannst du da noch so. Also hier, ne? Du siehst ja genau hier den zwischen hässlich und schön. Das Schlimmste ist, was Christian auch jetzt tatsächlich sagt, wir haben ja den Sportplatz Mutterboden hier auf diese neue Fläche gebracht. Und wenn man mit der Sonde reinsticht, alles gut. Wenn man eine Bodenprobe zieht und dann mal den Mutterboden so ein bisschen zwischen den Fingern verreibt, gibt es halt wirklich extrem viele Feinanteile, also Ton und Schluff. Und das wirkt einfach wie eine Sperrschicht. Da kommt das Wasser nicht durch. Es stand ja auch immer hier die Pfütze, gerade da, wo jetzt hier die Bodensonde steckt, da standen ja immer die Pfützen. Und ich habe ja, das werde ich auch noch mal hier reinnehmen, das Video. Ich habe jetzt noch mal gemessen, dann habe ich aerifiziert mit dem Rasenspecht, aber eben auch nur dieses 7 cm tief aerifiziert. Und dann noch mal gemessen, Katastrophe. Ich werde das hier gleich mal euch zeigen. Ich bin ja mal gespannt, ob es jetzt genau das gleiche Ergebnis gibt. Nämlich, dass überhaupt nichts abfließt. Bin ich mal echt gespannt. Deswegen wollte ich nochmal nachmessen, ne? Um jetzt hier nicht irgendein verfälschtes Ergebnis zu haben, sondern natürlich einen direkten AB-Vergleich. Gelocht, ungelocht. Fantastisch. Gut. So, Stoppuhr mache ich jetzt nicht. Nicht mit Siri, sondern 1 Stunde. 0 Minuten. Start. Okay, 1 Stunde. Die Stunde ist fast rum. Wir haben noch 13 Minuten. Die Sonne kommt raus. Oh, herrlich. Herrlich. Und wir haben eine unglaubliche Wasserinfiltration. Nämlich 0,0. Das können wir ganz gepflegt abbrechen. Hier läuft überhaupt nichts weg. Da ziehe ich den Ring gleich wieder raus. Ich will gucken, ob ich hier die Ringe drauf habe. Ja, also ihr seht, wenn es vielleicht ein Millimeterchen war. Jetzt nehme ich hier den Ring wieder raus. Jemand fragte, ob das ein Problem ist. Ist überhaupt kein Problem. Ah, die Schuhe sind ein Problem. Also das ist schon echt krass hier. So, zack, nochmal nass. Ich glaube, die Membrane... Nein, die Membrane ist nicht mehr gut. Okay, jetzt werde ich mit dem Rasenspecht hier... Jetzt werde ich mit dem Rasenspecht diesen Bereich perforieren. Einmal außen. Dann muss ich mal gucken, wie ich das hier hinkriege. Yeah.
So. So, wieder. Habe ich das auch schon gezeigt, die Löcher? Nein, habe ich nicht gezeigt. Dann seht ihr mal jetzt hier. So sieht das aus. Das ist halt jetzt die Frage, ob eben jetzt durch die Oberfläche das durch Löchern der oberen Rasentragschicht sich die Infiltrationsrate verbessert. So, voll. Voll. Start. Noch eine Stunde. Gut. Timer läuft. Okay. Ja, sehr gut. Gleiche Verhältnisse. Gut. So, liebe Rasenfreaks. Es ist jetzt fast eine Stunde vergangen. Noch 9 Minuten. Und das hat überhaupt nichts gebracht. Überhaupt nichts. Also das Problem scheint jetzt doch nicht oben der verdichtete Boden zu sein. Das ist der Wahnsinn. Okay, also jetzt müssen wir jetzt ein bisschen tiefer buddeln und den Boden tatsächlich analysieren lassen. Und dann schauen wir weiter. Okay, soweit das kurze Video. Also, das ist ein Riesenproblem, weil wir ja auch ungefähr so viel Mutterboden aufgeschüttet haben. Und wenn diese ganze Höhe oder Tiefe, ich glaube, wir haben einen Splitter, wenn diese ganze Tiefe jetzt gleich schlecht ist, dann muss man richtig mit dem tiefen Aerifizierer den Austausch wagen. Ich sag nur, was halt ganz wichtig ist, was ihr hättet auch machen sollen, dass man einfach sagt, okay, bevor ich jetzt mir irgendwas einbaue. Wir hätten mal prüfen sollen. Holt euch einen Eimer, tut es, oder eine Handvoll reicht meistens aus, tut mir das in Gurkenglas rein, Wasser rein, dann stellt man das mal 2 Stunden aufs Fensterbrett und dann sehe ich ganz genau, wie sauber der Boden ist oder auch der Sand ist. Ja, einfach vorher mal den Boden testen. Sagen kann man viel, aber das Ergebnis sieht man dann halt wirklich da im Glas dann abgebildet, wie viel Zentimeter an Schluff dann oben drauf liegt. Wir haben das auch damals, wenn wir irgendwie Sand bekommen haben vom Lieferanten, der meint, gut gewaschen zu sein, haben wir immer eine Probe uns mal zurückgestellt und einfach mal zu gucken, was habe ich denn jetzt wirklich im Hof liegen. Also bevor ich irgendwas einbaue. Ja, du musst es halt vorher testen. Man ist faul. Ja. Man ist natürlich auch gutgläubig. Wie gesagt, und das ist eine Probe, da brauche ich nichts zu können. Da muss ich kein Labor, das ist wirklich ganz primitiv. Aber da sehe ich dann halt wirklich schon nach kürzester Zeit, wie gut ist die Qualität von dem Material. Ne? Und das, wenn du gemacht hättest, dann... Und jetzt kannst du es eigentlich kaum noch ändern. Ne? Also klar, durch groben Sand kriegst du das. Oder halt auch, wie gesagt, so ein Kieselgurt mal mit einarbeiten, dass da einfach wieder ein Poren geschaffen werden oder halt das Bodengefüge gebrochen wird, ja, um diese Feinanteile da halt irgendwo zu lösen. Wie ihr jetzt ja in dem Video gesehen habt, läuft an dieser Stelle das Wasser immer noch überhaupt nicht ab. Also es ist wirklich eine Sperrschicht. Wir gehen jetzt sehr stark davon aus, dass der Sportplatzmutterboden einen sehr hohen Ton- und Schluffanteil hatte und dass wir quasi uns hier eine richtige Sperrschicht jetzt auf die Rasenfläche gelegt haben. Und die wollen wir jetzt durchbohren. Habe ich ja schon mal vor längerer Zeit gezeigt, den Superbohrer. Christian, wie tief wollen wir bohren? Ich würde erstmal, genau, wie viel ist 20? Guck mal, dass der einmal so fast weg ist. Dann bohren wir erstmal 20 rein, füllen wir auf und dann bohren wir nochmal. Ja, das wird ja lustig. Das war easy. So. Cool. Gut. Okay, füllen wir mal ein. Wahrscheinlich müssen wir gar nicht ganz voll füllen. 12, sagen wir mal 12. So, 10 Minuten warten. Ich glaube, da tut sich nichts. Da tut sich nichts. Dann bohren wir jetzt tiefer, komm. Oh. Gott, was für ein Schleim das ist. So. Ich stehe nicht richtig. So. Mach mal, machst du was?
komplett mit dem ganzen Kindern. Christian holt sich jetzt so richtig dreckige Finger, weil wir wollen jetzt eine Schüttelprobe machen, wie man das eigentlich zuerst machen sollte und was eigentlich total einfach ist. Man packt seinen Mutterboden in so ein oder Sand. Marmeladenglas oder Sand in so ein Marmeladenglas rein. Von Milchglas. Und füllt das mit Wasser, schüttelt, stellt es hin und dann setzt sich halt sofort der Tholenschluff oben ab. Die berühmte Sprühe nicht meine Baumaschine. So. Bist du überhaupt hier drauf? Oh. Ja. Wie gesagt, jetzt müssen wir es halt mal stehen lassen. Das ist, da oben beginnt jetzt schon, das ist jetzt der gröbere Sand, der sich zuerst absetzt. Und hier baut jetzt der Tonenschluff sich langsam auf. Genau, da muss man jetzt halt mal gucken. Ich meine, das muss jetzt mal eine Stunde stehen lassen oder so. Und da bauen sie jetzt die Schicht auf. Und je höher das ist, desto. Und dann kann man ja prozentual. Das dann rausrechnen. Prozentual einfach rausrechnen, wie viel Anteil dann, das war ganz grob über den Daumen, hier Ton und Schluff drin ist. Bitte? Füllst du es auf, Mann? Ich füll's jetzt mal ganz auf. Ja, ja, ja. Man sieht das besser, wenn es ganz aufgefüllt ist. Start. Eine Stunde. So, lieber Randfried, das sieht schon tatsächlich jetzt ganz gut aus. Wir haben jetzt gerade mal 5 Minuten. Genau, na 6 Minuten. 6 Minuten steht jetzt hier das Wasser und es sinkt ab. Jetzt sinkt es endlich ab. Du siehst richtig, wie es richtig hier hochblubbert, wie es richtig. Wie hier eine Strömung ist. Was, ne? Ja. Wie eine richtige Strömung hier entsteht. Stimmt. Guck mal, wie das da hochkommt. Ja. Oh, das läuft jetzt richtig gut. Guck mal, wir haben jetzt hier noch keine 10 Minuten. 10 Minuten ist immer ein einfacher Wert und wir haben schon Zentimeter. Also das heißt, da erreichen wir jetzt mit dem einen Bohrloch 8 Minuten, 8,5 Minuten. Mit dem einen Bohrloch erreichen wir schon jetzt mehr als 60 Liter pro Stunde. So, lieber Randfix, die Stunde ist um. Das Drama wird immer größer. Tada, tada, tada. Also, brauche ich gar nicht zu messen. Das Abfließen hat aufgehört. Ist jetzt gut 2 Zentimeter abgesackt, der Wasserspiegel, und es steht wieder. Also da fehlen mir langsam die Worte. Jetzt agieren wir hier mal ein bisschen auf Augenhöhe, ne, Christian? Auf dem gleichen Niveau. Ne? Auf Augenhöhe. Ja, genau. Ja, ich bin ein bisschen klein. Und ich bin auch leider echt furchtbar erkältet. Aber es ist nicht nur Erkältung, es ist tatsächlich auch Heuschnupfen. Ich weiß ja nicht, ob irgendwelche Zuschauer auch das Problem haben. Jetzt blüht schon die Haselnuss. Durch diese warmen Temperaturen und ich bin also hier Frühblüher furchtbar allergisch. Also ich will aber jetzt nicht jammern, egal. Aber ich bin sehr, sehr, sehr verschnupft. Aber nicht über Christian. Ja. Christian, nochmal, was du gerade gesagt hast. Man hat jetzt hier Ton und Schluff oben in der Rasentragschicht. Und das bedeutet natürlich auch eine gute Wasserhaltefähigkeit. Ja. Das heißt aber im Negativen, und der Rasen ist ja total kaputt da auf der Fläche, wo eben dieser Ton- und Schluffanteil so hoch ist. Das bedeutet, wie du so schön gesagt hast, dass die Wurzel im Wasser steht. Ja. Permanent im Wasser steht. Es hat ganz viel geregnet und die Wurzel ertrinkt quasi, weil das Wasser eben nicht weg kann, genau. Weil es nicht abfließt. Und dann geht das Gras natürlich auch kaputt. Also wäre auch eine gute Erklärung, warum diese Fläche so schlecht aussieht. Ja, und es zeichnet sich ja ab. Ne? Also wie gesagt, da wo der alte... Genau, hier ist der alte Bereich. Also hier ist überwiegend alter Mutterboden von uns damals verteilt worden. Hier ist es ja etwas grüner als da, wo wir gemessen haben. Und jetzt wollte ich mal wissen, wie ist denn da die Infiltrationsrate? Und das sieht doch deutlich besser aus. Ich habe jetzt nicht mehr den Doppelring genommen, weil mir das so umständlich ist. Wir haben jetzt bereits 37 Minuten hinter uns. Also noch 23 Minuten Rest.
Und wir liegen bei. Schau mal, Schatz, wieder da. Ja, 43, 42, 43. Das ist gut. Das heißt, hier, wo noch viel alter Mutterboden gewesen ist, wo ich nur ein bisschen glatt gezogen habe, hier ist es gut. Ein Meter weiter ist es schlecht. Ich werde jetzt noch mal eine zweite Messung machen auf dieser schlechten, mageren Fläche. Ich habe Gegenlicht, ne? Mach nichts. Und noch mal gucken, wie dann die Rate ist. Ist jetzt ein bisschen gröber, nur mit einem Ring, aber für eine grobe Messung reicht das völlig aus. So, Freaks, ich bin jetzt durch. Stunde ist um, ja, vielleicht eine Minute drüber. Ich war nicht so schnell. Messen wir mal. Zack, 70. Ja, das ist okay. Nicht ganz, 68. 68. Ja, 70. Das war nicht mal so schlecht, das sieht. Ich muss mir mal so eine Skala hier anmalen. 70, ja, 70. Das ist doch gut. Ja, deswegen ist es hier auch ganz anders. Gut, weiter geht's. Und hier war so eine Senke und da haben wir halt den ganzen neuen Mutterboden oben drauf gepackt. Und hier ist eben alles hin. Und wir hatten ja aber schon von Anfang an hier diese wahnsinnigen Probleme mit Pfützen. Also nochmal, die Schüttelprobe. Macht den Schütteltest. Der Schütteltest. Macht den Schütteltest. Wenn ihr euch irgendeinen Boden besorgt, ins Glas rein, Wasser rauf, schütteln, hinstellen, gucken, wie viel Feinanteile habt ihr in eurem Boden. Wie gesagt, das darf. Und der Profi macht es nicht. Ne? So, Baranfix, jetzt zeige ich euch das Ergebnis der Schüttelprobe. Ihr habt es ja gerade gesehen, wie Christian diese Flasche gefüllt hat. Wir haben jetzt mittlerweile Samstagnachmittag. Und so sieht nach 3 Tagen, Mittwochmorgen haben wir die Flasche gefüllt, nach 3 Tagen das Ergebnis aus. Wir haben immer noch hier ganz viel trübes Wasser. Ich muss mal gucken, dass ich das gut draufkriege. Wir haben hier den Sand, genau. Dann sieht man hier so ein bisschen eine feinere Sandschicht. Dann haben wir hier dieses Dunkle, das ist der Schluff. Wenn man ganz genau hinguckt, gibt es so einen ganz dünnen Bereich. Das ist der Ton. Und es gibt noch so viele feinste Partikel im Wasser, die sich einfach nicht absetzen, die einfach nicht auf den Boden sinken wollen. Und dadurch wird das Wasser nicht klar. So, ich versuche jetzt mal, diese einzelnen Schichten zu vermessen. Ganz grob gemessen habe ich hier 4 cm Sand im Glas, ungefähr 2 cm Schluff und ungefähr so einen halben Zentimeter Ton. Und das heißt, wenn man es ganz grob überschlägt, dass ich ungefähr 35, vielleicht sogar 40%, ich muss das mal ausrechnen, 35 bis 40% Ton und Schluff in meiner Rasentragschicht habe. Und das ist eine absolute Katastrophe. Und das, also so ein schlimmes Ergebnis, sagte mir jetzt Christian von Grasshopper, so ein schlimmes Ergebnis hat wohl noch keiner gesehen. Und ausgerechnet auf meiner neuen Rasenfläche finde ich nun hier dieses Ergebnis. Und das erklärt natürlich die ganzen Probleme mit den Pfützen, dieses Riesenproblem mit der Wasserdurchlässigkeit. Auch dass, wenn man ein Loch bohrt, sich sofort im Loch die Wände schließen, also das Loch dichte sich durch diesen hohen Anteil an diesen Feinstanteilen, dichte sich sofort wieder ab. Und nach Aussage von Grasshopper kann man nur noch die Rasentragschicht abtragen, in der Hoffnung, dass da drunter, also unter den 20, 30 Zentimetern, dann ein durchlässiger Boden zu finden ist. Das ist ein super Schnelltest und wie gesagt, ich kann es nur jedem raten, das zu tun. Und genau. Dann weiß man ganz schnell, was Sache ist einfach. Ne? Cool. Ja, du wolltest noch eine Sache verraten. Und zwar, ihr habt ein neues Produkt in eurem Shop. Wir haben ein neues Produkt. Bei Grasshopper im Shop. Wir machen jetzt hier wieder hart Werbung für Grasshopper. Was habt ihr da? Wir haben jetzt uns natürlich auch mit dem Thema, also das Thema Wetter die letzten Jahre. Warte mal, ich nehme das mal ab hier. Das müssen wir jetzt hier ganz, 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 ganz sauber aufzeichnen. Mit viel Hitzestress und Trockenstress. Und da ist natürlich das Thema Wedding Agent
im Profibereich eh Thema und dann bin ich auch irgendwo im Privatbereich, wo wir schon angesprochen worden sind, auch von dir. Ja. Und das ist natürlich so eine Sache mit dem Flüssigen, wer will mit der Spritze das machen, und das ist halt immer relativ aufwendig, und jetzt haben wir uns halt dafür entschlossen, dass wir ein Profiprodukt granuliert auch im Shop eben anbieten wollen. Cool, cool. Und das kann man entweder verwenden für Local Dry Spots, also für einfach punktuelle Trockenstellen, oder auch flächige Anwendung. Würde eigentlich von der Menge her gefahren wie Dünger, also zwischen 20, 25 Gramm auf dem Quadratmeter. Ja. Und ist halt sehr anwenderfreundlich, ja. Cool, ich hatte ja schon eine kleine Probe mal bekommen, habe ich natürlich nicht gezeigt, weil sie nicht zu kaufen gab. Aber wirklich ein toll granuliertes Produkt. Wetting Agent, was man einfach nur aufstreuen braucht. Muss man es vorher vertikutieren? Wie gesagt, das ist natürlich immer so, wenn der Boden leicht geöffnet ist, ist das immer besser. Auch wenn man jetzt irgendwie einen organisch-mineralischen Dünger streut, dann ist das immer besser. Der Boden ist irgendwo auf, funktioniert aber auch ungeöffnet. Das Wichtige ist halt gut einwässern, dass man das halt macht. Ja, aber man braucht jetzt da nicht irgendwie irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen beachten. Es ist völlig anwenderfreundlich und gut handelbar. Wir haben das also, wie gesagt, in der 6-Kilo-Box oder auch im Sack ist es dann erhältlich für also großen und kleinen Mengen. Wie soll man denn jetzt eigentlich dieses Granulat anwenden? Also kontinuierlich oder nur, wenn du jetzt irgendwo eine Trockenstelle entdeckt hast? Was empfiehlst du denn da? Also wie gesagt, im Profibereich wird schon so gemacht, dass wir relativ zeitig im Frühjahr damit beginnen. Was heißt das? Also wie gesagt, es gibt welche, die fahren schon im März raus. Also ich März schon im März, auch wenn das Wetter das zulässt. Ich meine, das ist jetzt halt granuliert. Das ist dann wieder vielleicht anders zu handeln wie die flüssigen Produkte. Aber grundsätzlich gilt schon, dass wir das alle 4 Wochen machen. Sollte man auch dann alle 4 Wochen streuen? Wie gesagt, ich denke jetzt mal, im Privatbereich würde ich es jetzt mal nicht übertreiben. Oder ich denke, das ist vielleicht nicht nötig, dass man es dann einfach dann halt auch macht, wenn... Wenn du ein Problem feststellst. Wenn Probleme festzustellen sind, ist es meistens schon zu spät. Das ist natürlich auch ein Punkt. Aber wenn ich weiß, zum Beispiel aus dem Vorjahr, das ist eine Stelle, die hat mir letztes Jahr Probleme gemacht, dann streue ich die schon mal vorab, wässert das schön ein, ja, und kann damit halt praktisch das schon vorbeugen und kann auch die Feuchtigkeit aus dem Winter mitnehmen. Das ist auch so ein Punkt, weil im Winter ist der Boden einfach gut gesättigt, gut nass. Ja. Da ist komplett alles nass, auch das, was im Sommer vielleicht trocken fällt. Und dann ist halt ein guter Zeitpunkt, die Wetting Agent einzusetzen, weil die dann halt auch sehr gut wirken kann, vorbeugend wirken kann. Du hast mir mal gesagt, tatsächlich, also auch die flüssigen Produkte soll man tatsächlich alle 4 Wochen sprühen in der Saison, also jetzt ab April, Mai. Genau. Okay. Nee, also das ist auch so, wie gesagt, die Sadugran habe ich jetzt tatsächlich beim Kunden am Golfplatz, haben wir es jetzt eher punktuell eingesetzt. Ja. Mit 20 Gramm sind wir das gefahren oder 25 Gramm. 20 Gramm, 25 Gramm pro Quadratmeter. Und mein Kollege, der hat es jetzt auf einem Golfplatz mal flächig ausgebracht. Da haben sie reduziert die Menge auf 15 Gramm, haben das mal flächig ausgebracht anstelle von einer Flüssiggabe. Ja. Und das hat sich wirklich gut gemacht. Ne? Also, okay. Ja, interessant. Und du hast noch ein Produkt, sagst du? Noch was Neues? Nein, was Neues nicht. Ich wollte es einfach nochmal ansprechen. Wir haben das schon seit letztes Jahr im Shop drin. Das ist das Rasenfit 1. Rasenfit 1. Das ist gerade jetzt halt auch fürs Frühjahr, was ich meine, das Thema Mikrobiologie im Boden, Bodenleben, das Ganze, das ist halt schon sowas, wo ich sagen kann, okay, wenn ich die passende Bodentemperatur habe, das soll man dann halt machen, wenn der Boden mindestens 10, 11 Grad hat. Ja. Und dann kann man das im Frühjahr mit abstreuen, auch mit einer in Kombination mit einer mechanischen Maßnahme. Okay. Und das ist halt schon sehr bodenaktivierend mit diesen Mikroorganismen, mit Bakterien, und Mykorrhiza ist halt auch mit drinnen. Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, wenn jetzt da auch was im Shop halt gekauft wird. Das lohnt sich auf jeden Fall, das mitzunehmen. Das ist auch keine Sache, die man jetzt 4, 5 Mal machen muss. Das reicht wirklich einmal im Frühjahr ne, um das dann halt zu aktivieren. Bodenaktivator auf Deutsch gesagt. Den Boden einfach zu aktivieren. Und wenn ich dann Neromix oder die Ixeldünger einsetze, die sind ja organisch-mineralisch, die bringen ja auch das mit schon, um das dann einfach nochmal zu puffern, ja, und das dann einfach zu steigern, die Aktivität. Genau, sobald natürlich die Bodenanalyse da ist, gibt es natürlich da auch ein Video zu. Und dann werden wir auch natürlich den Plan veröffentlichen, den ich jetzt dann dieses Jahr anwenden möchte. Ich habe natürlich schon überlegt, was ich mache, aber auf Basis der Bodenanalyse, auf Basis der Ergebnisse, werden wir beide uns nochmal zusammensetzen und nochmal schauen, wie dann ein perfekter Plan für den Rasenfreak,
Rasen, ne? Nicht für eure Rasenflächen. Das müsst ihr halt eben euch selber ein bisschen überlegen, aber wie dann für mich jetzt hier der perfekte Plan aussehen könnte. Also wie für mich dann der perfekte Plan aussehen könnte, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Genau, Christian. Ja, super, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, gerne. Freut mich immer, dass er hier mal vorbeikommt. Er hat einen weiten Weg aus dem Süden hier hoch. Aber Wetter war nicht so schlecht heute. Nein, alles gut. Ja, alles gut. Die 5 Stunden waren gleich rum. Ja, war 5 Stunden Fahrt um da zum Fahren. Da fahre ich schon mal gern rum. Ja, ja, ist ganz lieb. So, lieber Randfix, das war's jetzt mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich habe ganz zum Schluss noch eine hoffentlich kleine Überraschung für euch. Und zwar bekommt ihr diese Woche, also jetzt von heute Samstag bis nächsten Samstag, den 17. Februar, bekommt ihr auf eine Bestellung 8% Rabatt. Also ein Rasenfreak-Sonderrabatt von 8% auf eine Bestellung. Und danach könnt ihr, wenn ihr wollt, nochmal bei Grasshopper bestellen. Und zwar für diesen schon bekannten 5% Rabatt. Und zwar der Rabattcode heißt Rasenfreak-Spezial2024. Dann kriegt ihr noch einmal 5% Rabatt. Es gibt nur einmal einen Rabatt auf eine Bestellung. Diese Woche 8%. Und dann danach nochmal 5%. Das ist das Angebot von Firma Grasshopper. Ich hoffe, das findet ihr cool. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bleibt dran und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.